Tucson, Arizona. Einer von vielen Raketensilos in den USA, die mit Atomraketen bestückt sind. Jederzeit bereit, Richtung Sowjetunion zu starten. Regelmäßig wird hier in den 80er Jahren der Ernstfall geprobt. Der Schlüssel des Mannschaftskommandeurs kommt hier rein, der des Stellvertreters dort drüben. Sie müssen ihre Schlüssel gleichzeitig drehen, um den Abschussprozess zu starten. Zwischen dem Drehen des Schlüssels und dem Abheben der Rakete dauert es ungefähr 58 Sekunden. Am 2. November 1983 beginnt die NATO-Übung Able Archer, in der ein Atomkrieg simuliert wird. Eine Routineübung. Doch dann entsteht eine sehr gefährliche Situation. Wir hatten aus unseren Quellen, und das ist heute kein Geheimnis mehr, genaue Informationen zu diesen globalen Manövern. Aber die Sowjets sind verunsichert. Sie fürchten damals einen atomaren Erstschlag des Westens und dass er von einem Manöver ausgehen würde. Und so halten sie die simulierte Erhöhung der Alarmstufen für echt. Auch dass die NATO in dieser Übung zuvor nicht benutzte Codes für die Kommunikation einsetzt, beunruhigt die Sowjets. Man hat mehr oder weniger gewusst, um welche Art von Manöver es sich handelte. Was aber die Reaktion anbelangt, so lässt sich zweifellos sagen, dass es mit Besorgnis aufgenommen wurde. Ich bin hundertprozentig sicher, dass die entsprechenden Dienste und militärischen Einheiten in Bereitschaft versetzt wurden. Hätten die Sowjets ihre Atomraketen gestartet, hätte der Westen sofort geantwortet. Nach Beginn des Abschussprozesses kann die Mannschaft nichts tun, um ihn zu stoppen. Und ungefähr 25 Minuten später hört Ziel Nummer 2 auf zu existieren. Ziel Nummer 2 wäre eines von zahllosen Zielen in der Sowjetunion gewesen. Durch einen Spion erfährt der Westen noch gerade rechtzeitig von der gefährlichen Fehleinschätzung der Sowjets. Ursprünglich war geplant, dass sogar der Präsident teilnehmen sollte. Aber dann bekamen wir Hinweise, dass sowjetische Agenten in Westeuropa tatsächlich glaubten, dass es diesmal echt sei. Also empfahl ich dem Präsidenten, er solle nicht teilnehmen, um alle Missverständnisse auszuräumen. Die Krise, entstanden aus Fehlwahrnehmungen und Ängsten, kann entschärft werden. Wie hatte es 1983 zu einer solchen Zuspitzung kommen können? Wien, 4 Jahre vorher. Noch reden beide Seiten miteinander. US-Präsident Jimmy Carter und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev sind die Herren über riesige Atomwaffenarsenale. Und sie sind Repräsentanten unterschiedlicher politischer Systeme, die sich misstrauisch gegenüberstehen. Aber sie betreiben Entspannungspolitik und verhandeln über Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen. Es herrscht ein militärisches Gleichgewicht. Jeder kann sich relativ sicher fühlen. Doch bald wird es neue Spannungen, neue Ängste geben, die zu einer tiefen Krise führen werden. Washington, CIA-Zentrum für Bildauswertung. Mitte der 70er Jahre entdecken Spezialisten der amerikanischen Geheimdienste, dass die Sowjets ein neues Waffensystem in der westlichen Sowjetunion aufstellen.
Aus Agentenfotos und anderen Quellen versuchen sie, sich ein Bild von der neuen Waffe zu machen. Es handelt sich um die SS-20, eine neue Mittelstreckenrakete, mobiler und schneller einsatzbereit als ihre Vorgänger und mit Mehrfachsprengköpfen ausgerüstet. Die Amerikaner bleiben gelassen. Eine neue Bedrohung sehen sie nicht. Ganz anders die europäischen Verbündeten. Bonn, Bundeskanzleramt. Hier regiert in den 70er Jahren eine SPD-FDP-Koalition mit Helmut Schmidt als Kanzler. Schmidt ist alarmiert, als er von den Amerikanern über die CIA-Entdeckung informiert wird. Er sieht in den neuen Raketen eine große Gefahr für Deutschland. Wenn wir nicht aufpassen, entsteht hier in der Kette der Abschreckungsmöglichkeiten eine Lücke. Und das können wir nicht zulassen. Wir müssen entweder nachrüsten, so hat er es natürlich nicht gesagt, oder wir müssen die Sowjetunion dazu bringen, ihre Vorrüstung zu beseitigen. Carter war der Meinung, dass eine Nachrüstung eigentlich nicht nötig wäre, weil die amerikanischen Langstreckenraketen alles abgedeckt hätten. Und Schmidt hat den Amerikanern sozusagen nicht geglaubt, dass sie notfalls, auch wenn sie selber nicht angegriffen würden, ihre Raketen einsetzen würden. Und diese Vertrauenslücke eigentlich zwischen Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten war der Ursprung dieser Nachrüstung. Guadeloupe, Januar 1979. Der französische Staatspräsident Giscard d'Estaing hat die Staatschefs von Großbritannien, den USA und der Bundesrepublik zu einem zwanglosen Gipfelgespräch geladen. Hier gelingt es Helmut Schmidt, US-Präsident Carter zu überzeugen, auf die Stationierung der SS-20 soll mit der Aufstellung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa geantwortet werden. Die Amerikaner haben angefangen zu überlegen, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir in Mitteleuropa Mittelstreckenwaffen haben, die Moskau erreichen können, aber die Russen haben keine Mittelstreckenwaffen, die Amerika erreichen können. Da haben offenbar die Carter-Berater gesagt, also wenn dieser deutsche Besserwisser aus ihrer Sicht nun unbedingt will, dann soll er auch alle unsere demnächst fertig werdenden Pershing-2-Raketen auf sein Territorium bekommen. Tatsächlich will Helmut Schmidt mit den Raketen nur drohen, um in Verhandlungen mit den Sowjets die Rücknahme der SS-20 zu erreichen. Das Ergebnis war, dass der Helmut Schmidt natürlich als ein strategischer Denker den anderen Kollegen dort vielleicht sogar überlegen, die Formel von den Verhandlungen mit hineingebracht hat, aber zugesagt hat zu stationieren. Orlando, Florida, Sitz des Rüstungskonzerns Martin Marietta. Seit 1976 wird hier an der Entwicklung einer neuen Mittelstreckenrakete gearbeitet, der Pershing 2. Sie soll eine hochmoderne Präzisionswaffe werden, mit hoher Treffgenauigkeit und einer Reichweite von fast 2000 Kilometern. Innerhalb von nur 5 bis 8 Minuten würde sie von Westdeutschland aus wichtige militärische Ziele bis kurz vor Moskau erreichen können. Das macht die Pershing 2 in den Augen der Sowjets zu einer großen Bedrohung. Sie müssen damit rechnen, dass ihnen bei einem Angriff der NATO keine Zeit mehr bliebe, mit einem Gegenschlag zu reagieren. Die Bundesregierung sieht in der Pershing 2 vor allem ein politisches Druckmittel. Wir warnen die Sowjetunion, wir bitten sie, wir fordern sie auf, die Vorrüstung zurückzunehmen. Wir haben 3 Jahre Zeit, bis dann unsere westliche Antwort kommen wird. Und wir werden schon in der Lage sein, in diesen 3 Jahren
ein Abkommen mit der Sowjetunion zu schließen, die die westliche Nachrüstung vermeidet. Der Kreml, Moskau. Mittelstreckenraketen, die sowjetische Hauptstadt erreichen könnten, schüren Ängste bei der sowjetischen Führung. Ich sage Ihnen dazu nur das eine. Diese Entscheidung entspricht nicht den Interessen der Sicherheit in Europa und nicht den Interessen des Friedens. Sie entspricht Ihnen ganz und gar nicht. Nach außen reagieren die Sowjets, wie sie es damals immer tun, wenn sie sich bedroht fühlen. Sie demonstrieren Stärke und Entschlossenheit. Gleichzeitig beteuern sie ihren Friedenswillen. Trotz der Demonstration von Stärke, die Furcht vor den neuen Mittelstreckenraketen der Amerikaner ist groß. Wenn Geräte registrieren, ein Pershing fliegt in Richtung Moskau, dann in 2 Minuten oder 3 höchstens werden alle unsere Raketen starten in Richtung Europa. Aber die Geräte haben dieselbe Eigenschaft wie die Menschen. Sie können sich irren. In Ost-Berlin befürchtet man, Deutschland könne zum atomaren Schlachtfeld werden. Es gab damals nicht umsonst das Wort, das da geprägt wurde: je kürzer die Reichweiten, umso mehr deutsche Tote. Und das trieb uns natürlich um. Weil wir wussten oder wir konnten ahnen, dass ein Mehr an Waffen auf diesem Gebiet, egal ob nun SS-20, Pershing oder Groß, ganz egal wie man sie nennen möchte, sozusagen nicht zu mehr Sicherheit für die deutschen Staaten führen würde. NATO-Hauptquartier, Brüssel, Dezember 1979. Die Außen- und Verteidigungsminister der NATO treffen sich. Ihnen steht die bis dahin schwierigste Entscheidung in der Geschichte des Bündnisses bevor. Im Sitzungssaal Nummer 1 soll der sogenannte NATO-Doppelbeschluss verabschiedet werden. Er sieht vor, dass mit den Sowjets über den Abzug ihrer SS-20-Raketen verhandelt wird. Sollten die Verhandlungen scheitern, will der Westen nachrüsten. Für die Bundesrepublik nehmen Hans Apel und Außenminister Hans-Dietrich Genscher teil. Es gelingt ihnen, die Bündnispartner zu überzeugen. Der Doppelbeschluss geht durch. Es haben alle NATO-Staaten zugestimmt. Das Kommuniqué ist einstimmig verabschiedet worden. Und damit ist der politische Wille der Allianz deutlich geworden, die Ungleichgewichte im Mittelstreckenbereich auszugleichen, entweder durch Nachrüstung oder hoffentlich durch Rüstungskontrolle, das heißt durch möglichst baldige Verhandlungen mit der Sowjetunion. Washington, Januar 1981. Ein neuer Präsident zieht ins Weiße Haus ein. Ronald Reagan, ein ehemaliger Schauspieler und überzeugter Konservativer. Er hatte seinen Wählern versprochen, Amerika stärker zu machen. Und er ist umgeben von Beratern, die ein Ende der Entspannungspolitik fordern. Wenn man glaubte, wie ich und Ronald Reagan es taten, dass die Schwäche Amerikas eine Einladung zum Angriff, zum Krieg war, dann wollte man diesem Zustand mit einer Wiederherstellung amerikanischer Stärke entgegentreten. Richard Perle, einer der einflussreichsten Berater Reagans, treibt die Aufrüstung voran und lehnt die bisherige Rüstungskontrollpolitik ab. Theoretisch kann ein Rüstungskontrollvertrag nützlich sein, aber nur, wenn er die eigene Sicherheitslage verbessert. Wenn er sie verschlechtert, ist er unnütz. Auch wenn es kurzfristig befriedigend sein mag, einen Vertrag in den Händen zu haben. Als Reagan an die Macht kam, entschloss sich die neue US-Administration, erstmal bei sich zu Hause für Ordnung zu sorgen und den Kampfgeist der Amerikaner anzufeuern. Und damit auch den europäischen Bündnispartnern klar zu zeigen, wer in der Welt das Sagen hat.
In jener Zeit begann in Europa die sozialistische Welt zugrunde zu gehen, weil in Polen die Solidarność gegründet wurde und die polnische Regierung gegen Lech Wałęsa nichts mehr unternehmen konnte. Das waren im Grunde genommen die ersten Startschüsse, die zum Niedergang des Sozialismus in Europa führten. Es beginnt das, was heute als der zweite Kalte Krieg bezeichnet wird. Eine neue Eiszeit. Politisch bereits geschwächt, verunsichert durch die offensive antisowjetische Politik der Amerikaner, entscheidet sich der Kreml, weiter aufzurüsten. Koste es, was es wolle. Es verlangt der Sowjetunion, der DDR und den anderen verbündeten Staaten viel Kraft ab, der gesteigerten Aggressionsbereitschaft der NATO jeweils rechtzeitig Paroli bieten zu können. Sie wollen das derzeit bestehende annähernde militärische Gleichgewicht verändern. Westliche Strategie der Hochrüstung mit einem Ziel: das Prinzip der gleichen Sicherheit verletzen und der NATO militärische Überlegenheit über den Warschauer Vertrag verschaffen. Es kam praktisch Anfang neuer Wettrüstens und neue Spirale des Wettrüstens. Über 12 neue militärische Programme waren in Einsatz gekommen. Unsere Seite reagierte mit 12 oder 10 eigenen militärischen Programmen. Und das war Anfang der Agonie der Söldner. Es begann ein technologisches Rennen, bei der derjenige im Vorteil war, der zuerst auf den Knopf drückte. Und das war nicht nur schrecklich, sondern das hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet. Denn das war der Ausdruck, dass die Deutschen wirklich Objekte sind. In Bonn betrachtet man die wachsenden Spannungen zwischen den Supermächten mit Sorge. Eine Verhandlungslösung in Sachen Mittelstreckenraketen wird immer unwahrscheinlicher. Es ist nicht klar, ob die neue amerikanische Administration überhaupt verhandeln will. Die Stationierung der Pershing-Raketen zeichnet sich ab. Natürlich haben wir uns tiefe Sorgen gemacht, aber keiner konnte von uns doch Zweifel lassen an dem einmal angeschlagenen Kurs. Und wir haben dann immer uns gesagt, wir werden schon mit der Kraft der Europäer im Bündnis zu Verhandlungen kommen. Flughafen Köln-Bonn, November 1981. Leonid Brezhnev trifft in der Bundesrepublik ein. Es ist bereits sein dritter Besuch im Land. Er und Helmut Schmidt kennen sich gut. Der Kanzler nutzt die Chance, um Brezhnev einen Vorschlag zu machen, einen möglichen Ausweg aus der Krise. Es war der Wunsch des Kanzlers, Sie möchten doch bitte Ihre SS-20 deutlich hinter den Ural zurückziehen. Dann können wir weiter verhandeln und können einfach in einem Moratorium die Nachrüstungsdebatte aussetzen. Klare Antwort von Brezhnev kommt überhaupt nicht in Frage. Da kann ich nur noch spekulieren. Entweder waren die Sowjets und insbesondere Herr Brezhnev überhaupt nicht mehr in der Lage, flexibel zu denken. Dafür spricht manches. Oder aber sie hatten plötzlich entdeckt, wie insbesondere die Friedensbewegung in Deutschland anwuchs. Bonn, Oktober 1981. Wenige Wochen vor dem Brezhnev-Besuch hatte die Friedensbewegung gezeigt, wie stark sie ist. 300.000 Nachrüstungsgegner waren zur bis dahin größten Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik zusammengekommen. Ihre Forderungen? Keine neuen Atomwaffen in Europa. Der Bundestag soll der Stationierung nicht zustimmen, egal ob die Verhandlungen erfolgreich sind oder nicht. Wir wollen diese Kette der Vor- und Nachrüstungen, die uns erwirkt, zerschlagen. Und wir wollen sie da zerschlagen, wo wir sind, hier in Zentraleuropa, hier in Deutschland. Und dies lässt sich verantworten,
weil der Westen dem Osten in der atomaren Rüstung auch ohne neue Mittelstreckenraketen noch mehr als gewachsen ist. Komm, feiern wir ein Friedensfest und zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Menschen können Menschen sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Wenn sie sich durchgesetzt hätten, hätte die Sowjetunion Atomwaffen gehabt, die auf Europa zielen. Die Sowjets hätten die SS-20 gehabt und wir nichts. Sie haben das Wort Frieden benutzt, weil es gut klingt. Das Ganze hatte aber nichts Friedliches. Das alles war sehr gefährlich. Es war nichts Friedliches daran. Es war sehr gefährlich. Viele Deutsche sehen das anders. So auch Gerd Bastian und Petra Kelly von den Grünen. Heinrich Böll, der Literaturnobelpreisträger. Und Erhard Eppler von der SPD. Auch viele andere innerhalb der SPD gehen auf Gegenkurs zu Helmut Schmidt. Was nun diesen Nürnberger Beschluss angeht und ähnliche Beschlüsse, die überall in der Partei vorgelegt werden, wenn dies die Meinung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands auf einem Bundesparteitag wäre, das will ich ja deutlich sagen, kann ich die Verantwortung für die Bundesregierung nicht länger tragen. Und ich wehre mich erbittert dagegen, dass es Leute gibt in der eigenen Partei, die so tun, als ob man selber das Ziel des Friedens nicht mit derselben Intensität 1981 verfolge, wie man es 1980 getan hat, auf der Grundlage ganz genau der gleichen Politik. Genf, November 1981. Zwei Jahre nach der Verabschiedung des Doppelbeschlusses beginnen hier die Verhandlungen, auf deren Erfolg Schmidt so sehr gesetzt hatte. Wirklichen Einfluss hat er nicht. Nur die Supermächte schicken ihre beiden Vertreter an den Verhandlungstisch. Julij Kwiecinski und Paul Nitze werden in den nächsten zwei Jahren immer wieder zusammenkommen. Inzwischen wissen wir durch amerikanische Buchveröffentlichungen der Leute, die daran beteiligt waren, dass die Amerikaner nicht mit dem Willen zu einem Ergebnis verhandelt haben, sondern sie wollten die Systeme in Deutschland haben. Einem Kompromiss, den die beiden Chefunterhändler auf eigene Faust erarbeitet hatten, wollen weder die sowjetische noch die amerikanische Führung zustimmen. Am Ende, das ist meine feste Überzeugung, ging es ja auch gar nicht mehr um Waffen, sondern um politische Machtdemonstration, um Überzeugungsarbeit innerhalb der NATO. Helmut Schmidts Hoffnungen auf einen Verhandlungserfolg schwinden. Die drohende Stationierung der Mittelstreckenraketen und die amerikanische Hochrüstung lösen im Kreml eine Kriegspanik aus. Man ist überzeugt, die NATO plane einen atomaren Erstschlag. Der sowjetische Geheimdienst KGB wird in Bewegung gesetzt. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, als wir ganz unerwartet gegen Ende 1981, wie gesagt ganz unerwartet, zum Leiter des Nachrichtendienstes Herrn Grischko eingeladen wurden, wo uns eine ganz neue Aufgabe gestellt wurde. Wir hatten die Anweisung, Informationen zu beschaffen über eventuell geplante Vorbereitungen der NATO-Länder und vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika bezüglich eines atomaren Überraschungsangriffs, unter anderem auch auf die Sowjetunion. Von allen Botschaften und KGB-Stützpunkten werden die Spione ausgesandt. Es ist die größte Auslandsspionageaktion in der Geschichte der östlichen Geheimdienste. Das Pentagon zum Beispiel wird intensiv beobachtet. Wird hier mehr gearbeitet? Vielleicht sogar am Wochenende? Wer geht ein und aus? Was tut sich an den US-Standorten? Deutet etwas auf Alarmbereitschaft hin? Und gibt es Auffälligkeiten im Zentrum der NATO in Brüssel? Dort hat die DDR-Staatssicherheit seit 1977 einen Top-Spion platziert.
in führender Stellung bei der politischen Abteilung der NATO. Sein Deckname? Topaz. Anfangs wollte ich es auch gar nicht richtig glauben, weil mir gesagt wurde, die Brüder, die großen Brüder, die Sowjets, die sind davon überzeugt, dass wir in Richtung Krieg gehen, dass die Amerikaner einen Angriffskrieg vorbereiten. Heute sagt Rainer Rupp, er habe damals dem großen Bruder klarmachen wollen, dass es diese Gefahr nicht gab. Wie macht man das am besten? Ja? Also wenn ich sage, da tut sich nichts, das genügt nicht. Ja? Das muss ja auch an die Sowjets weiter. Mir blieb dann nichts anderes übrig, als alles, was ich in die Finger bekam, ob wichtig oder nicht wichtig. Vorher hatte ich nämlich so immer sortiert, was wichtig war, nicht wichtig. Also diesmal alles, auch Kleinkram, abzulichten und rüberzuschicken, damit auch jeder sehen konnte, da tut sich nichts in diesen Bereichen. Ja? Punkt 2 der Vorbereitungen auf den befürchteten Atomschlag. Die Bunker der politischen und militärischen Führung werden modernisiert. Auf Anweisung aus Moskau auch bei den Waffenbrüdern. Der Führungsbunker der Nationalen Volksarmee wäre im Kriegsfall Amtssitz des DDR-Verteidigungsministeriums gewesen. Nun fällt auf Berlin eine Atombombe. Dann bedeutet das noch lange nicht, dass in Rostock oder in Dresden oder weiter südlich auch sofort alles zerstört ist. Auch dort haben sie Kräfte, die noch kämpfen und die müssen geführt werden. Aber wir wissen natürlich, dass nach dem ersten Schlag auch die Schläge der anderen Seite gefolgt werden. Und dann braucht man auch keine Führung mehr. Dann braucht man auch diese Verbindung nicht mehr. Denn wer sollte sie dann nutzen? Köppe, ja, ist in Ordnung. Alarm für Einsatzkräfte der Zivilverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, im Kriegsfall den Schutz der Bevölkerung, der lebensnotwendigen Einrichtungen und der Volkswirtschaft zu garantieren. Auch unter den Bedingungen des Einsatzes von Massenvernichtungsmitteln durch den Gegner. Gut, ich will mich jetzt nicht auf Konfuzius berufen, der hat gesagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen. Aber wenn man von diesem Problem ausgeht, dann ist eben rundherum um die Zone der zentralen Zerstörung so viel Hilfeleistung noch möglich, wie gesagt, alles nur relativ. Sachgemäßes und exaktes Handeln der Einsatzkräfte schließt die eigene Sicherheit mit ein. Grundbedingungen dafür sind Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft der persönlichen Schutzausrüstung. Aber ich kann ja nur nicht sagen, wir machen gar nichts. Und so ist man in allen Staaten herangegangen. Wenn man dann nichts vorbereitet hätte, hätte man dann die Menschen unversorgt und ohne Hilfe lassen müssen. Immerhin ist der Staat verpflichtet, allen Bürgern Hilfe zukommen zu lassen und ihn zu schützen, insbesondere auch von den Folgen von Kriegseinwirkungen. Im Verteidigungsfall erfolgt die Alarmierung der Bevölkerung über die im Gemeindegebiet installierten Zivilschutzsirenen. ABC-Alarm. Bei ABC-Alarm besteht Gefahr durch radioaktiven Niederschlag oder chemische Kampfmittel. Auch Bunker im Westen werden damals modernisiert, zum Beispiel in Hamburg. Insgesamt hätte es auch dort nur für 5% der Hamburger einen Platz gegeben. Aber für die wenigen, die rechtzeitig einen Bunker erreicht hätten, war an alles gedacht. Wenn 1633 Menschen auf allerengstem Raum über 14 Tage aufeinander hocken, ohne zu wissen, was in der Umgebung passiert, da kann es schon mal sein, dass der eine oder andere einen Nervenzusammenbruch hat oder sogar an Selbstmord denkt. Und um dieses zu verhindern, gab es in den Bunkern ausschließlich Plastikgeschirr und auch nur Löffel, also kein Messer und keine Gabel. Juni 1982. Ronald Reagan kommt nach Deutschland. Er wird empfangen von Helmut Schmidt. Man demonstriert Einigkeit. Nach außen hin. Helmut Schmidt sieht die amerikanische Abkehr von der Entspannungspolitik als Gefahr.
Ronald Reagan seinerseits ist verärgert darüber, dass in Deutschland immer mehr Menschen die amerikanische Politik der Stärke kritisieren. The simple hope for peace is not enough. We must remember something that Friedrich Schiller said. The most pious man can't stay in peace if it doesn't please his evil neighbor. Die Friedensbewegung verstärkt ihre Aktionen, um die Stationierung neuer Waffen zu verhindern. Die wird immer wahrscheinlicher, je eisiger die Beziehungen zwischen den Supermächten werden. Die Amerikaner sollen wissen, wir haben Angst. Tatsächlich sehen immer mehr Menschen in der amerikanischen Politik eine Gefahr. Hier kann man in Krefelder Appell an die Bundesregierung unterbreiten. Keine neuen Atomraketen in Europa. Bis 1983 unterschreiben 4 Millionen den Aufruf. Die Bundesregierung soll die Zustimmung zur Stationierung zurückziehen und auf ein Ende des internationalen Wettrüstens drängen. Landgestützte amerikanische Mittelstrecken. Und prominente Vertreter der Friedensbewegung ziehen von Veranstaltung zu Veranstaltung, halten Reden, warnen und mahnen. Gerd Bastian, ein ehemaliger NATO-General, ist einer der schärfsten Kritiker der Nachrüstung. Die Forderung nach einem atomwaffenfreien Europa muss folgen. Eine atomwaffenfreie Welt muss das Ziel sein, wenn wir überleben wollen. Auch in der DDR ist Ende der 70er Jahre eine unabhängige Friedensbewegung entstanden. Ihre Themen? Die Militarisierung des Alltags, das fehlende Recht auf Wehrdienstverweigerung und die Gefahr durch Atomwaffen. Im Westen wie im Osten. Ihr Motto: Schwerter zu Pflugscharen. Die unabhängige Friedensbewegung wird von der DDR-Staatssicherheit überwacht und drangsaliert. Aus dem Westen aber kommt Unterstützung. Sie hatten ja Publikationsverbot. Sie wurden jeden Tag überwacht. Und wir haben einfach versucht, deren Leben öffentlich zu machen, deren Probleme öffentlich zu machen, deren Fragen öffentlich zu machen. Im Oktober 1983 fahren prominente Grünen-Politiker nach Ost-Berlin zu einem Gespräch mit Erich Honecker. Die SED will die Grünen für ihre Ziele einspannen. Die Grünen wollen etwas anderes. Ja, worüber wird gesprochen mit Honecker heute? 3 Themen sollen behandelt werden: über Friedenspolitik, die unabhängige Friedensbewegung und Menschenrechte. Und was versprechen Sie sich von dem ganzen Gespräch? Wir versprechen uns, dass wir unseren Standpunkt darlegen und die andere Seite ihren Standpunkt darlegt. Wir haben also versucht, mit den, wie man damals so sagte, Friedensbewegten sozusagen auch ins Gespräch zu kommen, um ganz einfach Bedingungen zu schaffen, dass dieser Beschluss sozusagen nicht erfüllt wird. Aber die Besucher lassen sich nicht für Honeckers Ziele einspannen. Stattdessen kritisieren sie auch die sowjetischen Atomwaffen und demonstrieren vor laufenden Kameras Solidarität mit der Opposition in der DDR. Wir sind sofort eingestiegen nach einer protokollarischen Begrüßung durch Herrn Honecker mit einem ersten Redebeitrag von Petra Kelly, wo Honecker kreidebleich wurde. Ich bin sicher, dass der sowas noch nie erlebt hat. Es war ein Frontalangriff. Und obwohl ein Spitzel der DDR-Staatssicherheit seine Genossen in Ost-Berlin vorab informiert hatte, erlebt Erich Honecker noch eine Überraschung. Dann habe ich ihm gesagt, also nach allem, was er so gesagt hat, könnten wir eigentlich jetzt diesen Friedensvertrag machen. Und mit seiner Stimme nahm er einen Stift und setzte den Stift unter diese 3 Punkte an. In dem Augenblick sagt Heber, das sei nun dieser Situation überhaupt nicht angemessen. Und Honecker sagt, aber die beiden Punkte kann ich unterschreiben. So. Also 1 und 2. Dann hat er 3 weggelassen. Ich glaube, es war die einseitige Abrüstung. Erst nach der Wende werden die Grünen vom Spitzel in den eigenen Reihen erfahren. Berlin, Normannenstraße, Zentrale der DDR-Staatssicherheit. Hunderte von Mitarbeitern
sind mit dem Versuch beschäftigt, die westliche Friedensbewegung auf Linie zu bringen, Kritik an der Sowjetunion gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und sie können spektakuläre Anfangserfolge vorweisen. Im November 1980 hatten sich Nachrüstungsgegner zusammengetan und den Krefelder Appell an die Bundesregierung initiiert. Zu den Erstunterzeichnern gehörten Petra Kelly und Gerd Bastian. Aber hinter den Kulissen sitzen andere Regisseure. Das weiß man inzwischen, dass das nicht ein Text ist, der originär nur in der Bundesrepublik entstanden ist, sondern da waren andere Hände mit im Spiel, die darauf geachtet haben, dass dieser Text nicht der Grundsatzposition der SED widerspricht. Und noch ein Coup gelingt der DDR-Staatssicherheit. Sie steckt hinter einem Buch, in dem sich ehemalige NATO-Generäle gegen die Politik des Westens wenden. Das Erfolgreichste sind die Generale für den Frieden, die quasi auf Initiative eines MFS-Agenten zusammengeführt wurden, nämlich Herr Kade damals, der die Interviews mit diesen Generalen geführt hat, sie zusammengebracht hat. Und Kade hat das Geld beigeschafft. Er war auch gleichzeitig nicht nur der Sprecher der Generale, sondern auch der Geschäftsführer. Und sein engster Partner bei den Generalen war Bastian, der auch die anderen Generale stark unter seinem Einfluss hatte. Zur Organisation gehören frühere NATO-Generäle, die sich nun vehement und öffentlich gegen die Nachrüstungspolitik ihres ehemaligen Arbeitgebers wenden. In der westlichen Friedensbewegung genießen sie hohes Ansehen. Sie gelten als Kronzeugen, als Experten. Auf sie wird gehört. Die Drahtzieher in der Zentrale der DDR-Staatssicherheit können mehr als zufrieden sein. Besser hätte es nicht laufen können. Kannten die Generäle die Hintergründe? Ich kann mir vorstellen, dass Bastian geglaubt hat, dass er für die richtige, für die gute Sache kämpft. Und dafür sind taktisch natürlich alle möglichen Kompromisse erlaubt, wenn man erstmal sich auf diese Grundlage begibt, davon auszugehen, dass man auf der guten Seite gegen die Bösen kämpft. Das Weiße Haus verschärft den Kurs. Ronald Reagan zieht in seinen Reden immer härter gegen die Sowjetunion ins Feld. Mit Absicht. Let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. Pray they will discover the joy of knowing God. But until they do, let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. Das war eine echte Furcht im Osten, dass mit diesen Leuten, dass diese Leute nicht nur reden vom Reich des Bösen, sondern auch versuchen wollen, dieses Reich des Bösen mit allen Mitteln sozusagen auszurotten. Mit allen Mitteln. Aus Furcht wird Panik, als Reagan kurz darauf die Entwicklung eines milliardenschweren Raketenabwehrsystems im All ankündigt. SDI. It expressed an economic strategy, not a military. SDI war eine wirtschaftliche Strategie, keine militärische. Sie sollte die sowjetische Wirtschaft derart unter Druck setzen, dass sie, um SDI zu bekämpfen, mehr ausgibt, als sie verkraften konnte. Then their economy could sustain. Die Kriegsängste münden schließlich in der gefährlichen Fehleinschätzung der NATO-Übung Able Archer. Die Sowjets glauben, dass der Westen einen Angriff vorbereitet. Die Krise kann gerade noch entschärft werden, aber sie zeigt, es kann jetzt jederzeit zum großen Schlag kommen. Bonn, Ende November 1983. Im Bundestag kommt es zur entscheidenden Abstimmung über die Stationierung der Raketen. Noch einmal werden die Argumente ausgetauscht. Hinzuzufügen wäre mindestens, dass die Aufstellung der neuen Mittelstreckenraketen unter diesen Bedingungen und zu diesem Zeitpunkt
destabilisierend wirkt. Ich wiederhole, ich habe mir das in den Vereinigten Staaten selbst angesehen. Es sind mindestens 5 Sicherheitsstufen hintereinander gestaltet. Wie irrational und unrealistisch ist Ihr Weg des Nach und Nach und Vor und Nach und Vorrüstens in einer Welt, die sich 14 bis 16 Mal selbst umbringen kann? Mit Ja haben gestimmt 286, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen eine. Damit ist dieser Antrag angenommen. Wenn wir ihn nicht durchgezogen hätten, wäre die NATO, weil wir das zentrale NATO-Land waren, in schwere Unruhen und Turbulenzen gekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Das hätte ich ja für das kleinere Übel gehalten gegenüber diesem Weiterdrehen der Rüstungsspirale. Nur wenige Stunden nach dem Bundestagsbeschluss kommen die ersten Pershings in der Bundesrepublik an und werden auf die Stationierungsorte verteilt. In einem möglichen Konflikt wären diese Orte Ziele sowjetischer Atomraketen gewesen. Wenige Minuten hätten die sowjetischen Raketen gebraucht, um die Stellungen zu zerstören. Die Chancen, bei einem Fehlalarm noch rechtzeitig einzugreifen, einen Atomkrieg zu verhindern, sinken jetzt praktisch auf Null. Acht Jahre später ist der Spuk vorbei. Die Kurz- und Mittelstreckenraketen werden abgezogen und verschrottet. Die ehemaligen Raketenstellungen sind verwaist. Die Sowjetunion war wirtschaftlich nicht mehr in der Lage, den Rüstungswettlauf fortzusetzen und einigte sich mit den USA auf das erste Abrüstungsabkommen in der Geschichte. Der Kalte Krieg war vorbei.